So, da sind wir auch wieder zurück bei The Forest. Die Vögel, die machen gerade hier ein bisschen Radau. Fliegen aber viele rum hier. Immer bei so einem Teil oder so, die fliegen da immer gerne rauf. Naja, vielleicht muss ich nochmal genau gucken, wenn es auch die Höhle war. Also, wo wir in der letzten Folge waren, die Höhle 9. Wo die Kletteraxt ist, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen offscreen suchen. Oder, weiß nicht, ob einer das im Forest Forum weiß oder so. Also, vielleicht mache ich da irgendwann nochmal wieder eine Folge von oder so. Oder ein Teil einer Folge. So, jetzt gehen wir mal in Höhle 1. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Tief, tief hinab. Hereinhängende Stöcke sind hier gebogen. Hereinragende Stöcke. Stärker leuchtende Lampen. Schädel in den Wänden von Höhle 1 Fehler befreit. Knochen können wir alle gut gebrauchen. Hier waren wir schon so oft drin. Alte Steine in Höhle 1 entfernt. Knochentextur in Timmys Zeichenraum entfernt. Einige Steintexturen fehlerbefreit. Das ist die Malkreide, das ist das Teil. Okay. Naja, es hat sich noch einiges getan in Höhlen. So, aber viele, viele Kleinigkeiten, wie gesagt. Weitere Zelte gibt es in tieferen Höhlenebenen. Zu niedrige Decke beim Ausgang zum großen Loch in Höhle 8 behoben. Weitere Vorräte im Missy-Raum in Höhle 4 hinterlegt. Ich weiß gar nicht, welche Höhle 4 genau ist. Bei Höhle 5 neben den Sauerstoffbehältern gibt es jetzt Nahrung, Getränkedosen. Und. Das Gegenlandplatzierung ist auch angepasst. Auch in Höhle 1 zum Beispiel, in Höhle 10, in Höhle 5, in Höhle 8. Ja. Und auch falsche Werte hängende Leichen in Höhlen 5 behoben. Ja. Jetzt leuchten die Lampen jetzt hier stärker. Naja. Also hat sich jetzt nicht groß was verändert hier, sage ich mal. Aber haben wir mal einen Blick reingeworfen. So, aber es gibt noch ein paar Dinge, die ich auch noch gerne erkunden möchte. Also gehen wir mal wieder hier raus. Ich könnte sogar rausfliegen, aber naja. Das dauert, das dauert. So, da sind wir auch wieder. So, dass ich hier nichts kaputt mache, weil er immer damit schlägt, weil es irgendwie eine Aktion ist oder so. Weiter im Text. Dann könnte ich ja mal hier hingehen. Gab es denn noch was mit dem großen Loch? Plötzlich hereinpoppt eine Tür im großen Loch behoben, bla bla bla. Ja, gut. Ja, nicht so wirklich. Ach, wenn man jetzt zum Beispiel in Höhlengewässern taucht, dann friert man, wenn man 12 Sekunden oder mehr im Wasser verweilt. Vorher, also wenn man nur ganz kurz schwimmt oder taucht, dann ist das noch nicht so. Also man friert nicht sofort. Hier nochmal das große Sinkhole. Von oben.
hier ist ja die Höhle 10. Ist sie das? Wollte eigentlich fliegen. Hui. Leuchtet das? Ist hier ein Kartoffelsack-Mutant? Nee, ne? Sind nur Geräusche. Okay, ich hätte jetzt gerne noch einen Kartoffelsack-Mutanten getroffen, aber. Ich sehe gerade keinen. Das ist der Kollege, sieht man den noch mal richtig. Die ist auch immer noch zu laut, ne? Ja. Erstmal das richtige Loch finden. So. Okay, dann haben wir da nochmal. Ja, da sieht man natürlich keine Gegner, weil das alles bereinigt ist. Also ich habe keinen Vegan-Mod oder so drin. Also im Moment gibt es ganz schön Höhlenkunde. So, Höhle 6. Da kann ich nochmal eben reingehen. Boah, ich weiß ja nicht, wo das ist. Okay, nein, ja. Ja, gleich. So, jetzt nochmal speichern. In Höhle 6 gibt es einen Leichenhaufen, ein neuer Kunstgegenstand. Müssen wir mal gucken. Wollte gerade sagen. Ich dachte, da stimmt doch irgendwas nicht. Hier haben wir auch die toten Rechtsanwälte gefunden, unter anderem. Sieht schon cool aus, unsere Knochenrüstung. Jetzt funktioniert das auch alles wenigstens mit den Nachbarn. Aha. So, zum Glück habe ich gespeichert, oder zum Glück speichere ich, damit ich zu einer Not laden kann, weil ich manchmal nicht weiß, wie ich wieder rauskomme. Das ist hier, das kennen wir. Wir können uns noch Medizin mitnehmen. Da wird immer noch nichts zugesagt.
wieder fiese Geräusche. Weiß man natürlich nicht, wo ich lang muss. Oh, dieses Feuerzeug, ne? Geräuschen und die, das nimmt irgendwie zu, diese unheimlichen. Gehen wir mal hier runter. Das kennen wir ja alles. Wobei da hinten, da kommen wir auch wieder in eine andere Höhle. Das ist also auch falsch eigentlich. Ich glaube, ich lade noch mal. Da gibt es ja noch einen anderen Eingang und noch einen anderen Ausgang. Ja, wenn ich das jetzt nicht finde, man kann nicht immer alles finden, aber es wäre natürlich schön, wenn ich so viel zeigen könnte, wie nur möglich. Auch für mich selber. Ruck. Den Eingang versuchen mal eben. Nur Item. Ist auch mal merkwürdig. Zum Beispiel hier ein ganz anderer Abschnitt. Sieht man das auch im Vergleich zu... Da sind wir. Okay, hier waren wir auf der linken Seite, glaube ich, davon. Wie gesagt, ich suche ja nur eine Sache. Können wir auch wieder laden. Das ist das Einzige, was man hier im Moment... suchen hat, sag ich mal. Aber die Höhle ist, glaube ich, ziemlich groß, leider. Coins, Coins, Coins.
Licht brauche ich schon. Das ist auch mal verdammt dunkel. Die waren wir doch eben auch, oder? Ja, ich könnte noch mal hier tauchen. Muss mich sogar drehen, aber das ist gar nicht verwirrend. Geräusch. Ach, da waren wir doch vorhin auch schon. Nur wieder hier hin. Ja, das ist ja das. Wo ging es denn nochmal? Hä? Aber bin ich da eben schon gewesen? Das ist das. Dieses Sprengen, das ist... Hä? Das ist ja merkwürdig. Ich muss nochmal laden. Ich finde nicht mehr zurecht. Ach, das ist ein bisschen Lade-TV hier. Aber ich wollte... Wo ist denn nochmal der Weg, wo man zum Strand da hinten wieder rauskommt? Puh. Das Ding hier. Speichern hin und her. Oh Mann, oh Mann. So, komm, wir gehen nochmal hier rein. Von wo ist das denn hier? Da sind wir. Ach so, ich hab... Glaube ich, falsch orientiert vorhin. Das ist aber irgendwie. Wo geht's hier hin? Geht immer runter und runter.
Ah, sieh mal einer an. Der Leichenhaufen. Was ist das? Sahara. Haben wir das gefunden? Hier ist eigentlich der Graubleinsraum, sag ich mal. So, wie kommen wir jetzt wieder raus? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. War das hier? Ich glaube ja. Ich fliege hier ja so blöd rum. Ich sollte hier nicht fliegen. Ging jetzt hier wieder raus? Ich will hier wieder raus. Wir haben das Nötige gefunden, Gott sei Dank. Es ist so verwirrend hier. Aber die ganzen Sachen, auch mit den Rechtsanwälten, das hat man alles nicht in unserem Buch stehen. Hallo, wo sind die Notes? Da. Das sind die Dinger. Das ist das hier. Da müsste noch eine Menge reinkommen. Naja. Okay, das wäre dann das. Und dann sehen wir uns in der nächsten Faust-Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.